Hey Bros, ich bin Dirk Daniel. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und weiter geht's mit Battle of Lions. Wir spielen ein bisschen Kriegsterben in Walter Argonnen. Ja, da werden wir spielen. Und ich werde. Was werde ich denn hier auspacken? Ich glaube, die Automatikkurve wäre nicht so gut, weil es ist eher so ein bisschen weitläufiger, das Ganze. Lewis Gun. Nee. Obwohl, beim Snipen war das eigentlich auch immer recht nice hier, aber ich werde mal doch lieber. Die MP18 rausholen. Ja, die MP18 ist auch richtig nice. Ist jetzt noch kein Skin leider dafür. Aber egal. Ist ein bisschen scheiße. Und ja, ich habe jetzt auch im Hintergrund mal ein bisschen Musik. Ich wollte das eigentlich schon seit Ewigkeiten ein bisschen Mucke im Hintergrund laufen lassen. Aber habe ich immer wieder vergessen. Ja, ich bin halt behindert im Griff. Ich vergesse das immer wieder. Aber jetzt habe ich es nicht vergessen. Aber mal schauen, dass wir hier gewinnen. Ich meine, wir sind nur 5. Gleich mal reinschreiben, wie das die balancen sollen, das Ganze. Was ist denn das hier? 11 gegen 6. Was soll das? Eine Taube wurde geortet. Ah, mit 11 gegen 6, Hey Soldat. Da wird das Ganze, glaube ich, nicht so gut laufen. Da wird das Ganze nicht so gut laufen. Da will ich mal spawnen. Der hat immer Bock zum Spawnen. Ja, spawnen werden wir schon, aber. Halt umsonst. Oh, Feind getroffen, 99, Alter. Und da hat der mich jetzt erledigt, der Wichser. Ja, der hat die Automatik oder besser. Okay, jetzt sind es immerhin schon mal 7. 7 gegen 11, das ist noch machbar. Ich meine, hallo, die haben einen richtig geilen Typen wie mich dabei. Da muss das schon klappen. So, und ich bin ein bisschen on fire. Da haben wir einen gesehen. Haben wir noch einen gesehen? Ah, nicht gleich reinballern. Ja, Vorsicht. Müssten jetzt hier drin sein. Wo laufen den? Hier ist irgendwas. Der ist hier vorne. Aufpassen hier. Oh shit. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher laufen müssen. Haben wir wenigstens einen noch gekriegt. Noch ein. Oh, da ist noch einer. Oh shit. Vorsicht. Ist er tot? Hat er den? Ah, fuck, da war noch einer hinter mir. Tja, hinter mir kann ich nicht gucken. Oh, der hat einen Feger. Ja, das ist ja mal ein heißer Feger. Okay, gut. Ich werde mal durch. Automatico, Bitches. Das ist Automatico Zeit. Es ist Automatico Zeit, Bitch. Es ist Automatico Zeit, Bitch. Nice. Das ist lustig. Oh, naja, auf die Entfernung. Ah, Mann! Komm, Bierfritte. Hol mich. Komm, Bierfritte. Hol mich, Mann. 9 Meter. Aber das ist ja. Die Automatico ist halt hier nicht sowas für mich. Nee, Lewis Gun. Komm, versuchen wir. Ich versuche alle Waffen durch. Ich weiß, ich bin behindert gerade ein bisschen. Aber. Keine Ahnung, man muss sich halt ein bisschen anpassen. Und hier ist gerade aber alles irgendwie nicht schlecht. Wir kriegen voll aufs Maul irgendwie. Oh fuck. Ja, der hätten eins auch erledigt vielleicht. Oh Mann, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Ja, die sind gut. Alter, die Gegner. Die Gegner zerficken uns. Und das ist nicht gerade wenig, leider. Oh. Diese Bierfritte, der holt auch niemanden. Oh, jetzt könnt ihr mich holen. Komm, 2, 1, komm. Komm. Na, da sind wir wieder weg. Komm doch wieder zurück. Jetzt bist du tot. Und der Feind hat auch schon die Taube geborgen. Ja, super läuft das. Wow, also mit so einem Team kannst du hier echt voll viel reißen. Ich glaube, da ist einer unterwegs mit. Einem Flammenkit. Das ist mir. Opa. Nein, was ziehst denn du über den Kopf drüber, Alter? Mann, bin ich behindert. Der ist noch nicht 10.000 Meter entfernt. Und der? Was macht der? What the fuck? Der Feind hat die Taube frei. What the fuck? Was war das? Was hat dieser Typ gerade gemacht? Ist es ein fucking Scheiß Ernst, was dieser Typ gerade gemacht hat?
Anstatt in den Gegner zu gehen, hat er mich einfach revived und läuft. Du siehst den Gegner vor sich so. Rennt noch 3-4 Meter. Denkt sich nichts dabei. Meine Fresse. Der war jetzt echt extrem dumm, der Typ. Was ist die fucking Taube, Alter? Eine Taube wurde geortet. Wo ist sie denn? Haben wir da drüben, okay. Gut, dann können wir gleich hier schon durchlaufen. Aber mit dem Team. Da wird das absolut gar nichts. Und bam! Und nächsten ganzen Trupp habe ich ausgelöscht. Nice. Ja, bringt sich aber nichts, wenn dann von da hinten jemand kommt, der alle holt. Alter, ich hätte noch warten können. Scheiße, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie viele da vorbeigekommen sind? Das hätte krass werden können. Ah, und der nächste wieder. Also mein Team ist... selten sowas gesehen. Beschuss. Ja, komm, das ist eh sowas von verloren. Da brauche ich gar nicht mehr spielen. Aber ich glaube, ich habe gerade eben den... oh, fuck. Ich glaube, ich habe eben den dümmsten Battlefield-Spieler gesehen. Oh, da müsste er hierher kommen gleich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er schon tot? Ja. Ah, Mann, mit der Scheiße. Automatik und zufällig auf Distanz gar nichts. Auch mit Burst. Dann macht er eh zu wenig Damage. Einmal durch. Einmal durch, dankeschön. Auch einmal hier durch. Oh, da sind welche, oder? Ah, auf jeden Fall. Oh! Nice. Alter, das war jetzt eine schnelle Reaktion. Nein, ich hätte messern sollen. Mann, ich hätte fast gemessert, Alter. Scheiße. Ah, jetzt habe ich zu spät. Ich habe zu spät gesehen, dass das ein Flammenfuzzi ist. Und da rennt auch an Leute vorbei. Auch der hier, ne? Da rennt auch an Leute einfach vorbei. Oh shit, da kommt er wieder. Hoffentlich sieht er mich nicht. Er hat mich, glaube ich, gesehen. Aber vielleicht reicht das noch. Yes! Yes, ich habe noch erledigt, du Bitch. Jawoll, so erledigt man einen Wachsoldaten. So macht man das, Jungs und Mädels. Oh fuck, wo war der jetzt? Den habe ich nicht gesehen. Aber so macht man's. So und nicht anders. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ja. Ja, vielleicht wird es halt auch noch was. Ja, aber Sieg auf keinen Fall. Die hatten jetzt eher Glück, dass sie diese... Tauben da noch gekriegt haben, irgendwie. Ich glaube, mit Skill hatte das jetzt nicht was zu tun. Bei meinem Team. Oh, da oben wird wieder... wird wieder was gemacht. Hol dir mal die Heilung, du Idiot. Also die chillen auch einfach wieder Eier da und keiner geht hin. Oh, sorry. Das, oh. Oh, das war schlecht von mir gerade. Das war gerade sehr schlecht von mir. Da habe ich gerade sowas von veraimt. Trau dich. Das war... oh, fuck. Wo kommt der jetzt her? Vorsicht, Vorsicht. Oh, da ist Gas. Besser. Oh, den habe ich nicht mehr gestickt. Ah, vielleicht kriege ich ihn jetzt. Whoop. Nein. Da war ich jetzt auch ein bisschen zu aggressiv. Hätte ich nicht machen sollen. Aber ich war nicht so gut. Der Feind hat die Taube freigelassen. Ja, dann lass sie doch frei. Und wieder verloren haben sie sie. Alter. Das wird ja nie aufhören. Bam. Ist mir egal. So mache ich ein paar Kills noch. Ich find's gut. Ja, leg die doch hin jetzt. Da kommen sie nämlich gleich. Sollen sie kommen? Eine Taube wurde geortet. Oh, die kommen halt nicht. Ne? Dann halt nicht. Wahrscheinlich haben wir nur mal Gas reingeschmissen und es wieder abgehauen. Oh, da ist er. Oh. Und zurück. Hab keinen Bock. Ja. Der Feind
Okay. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen mehr um die Taube uns kümmern. Wo ist denn der Feind überhaupt? Oh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist die Taube? Da hinten. Und da würde ich mal sagen, da laufen wir mal hin. Im freien Feld ist es halt immer ein bisschen blöd. Nee, die konnte ich nicht mehr holen. Ja, blöd. Verloren haben wir. Kann ich da von hinten noch eins töten? Nee, kann man nicht mehr. Schade. Gut, Leute. Das war wieder mal eine Runde Battlefield 1 Kriegstauben. Und ja, wenn ihr das bis zum Ende geguckt habt, dann schreibt in den Kommentaren Hashtag so tötet man einen Wachsoldaten und nicht anders. Ja. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich bin Jack Daniel. Haut rein. Ihr könnt jetzt noch gerne ein Däumchen da lassen, ein Abo da lassen oder die anderen Videos euch reinziehen, wie ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal.